Im Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach stellt man sich den aktuellen Herausforderungen, die das Gesundheitssystem derzeit sehr beschäftigt. Die Primärversorgung ist das Kernthema der Tagung, zu dem Ärzte und Ärztinnen, Pflegeexperten und Vertreter der Krankenkassen Stellung nehmen. Wir versuchen mit der Veranstaltung einen Beitrag zu leisten, dass das Thema PHC im Innergebirg diskutiert wird, dass Lösungen andiskutiert werden und auch Vorschläge gemeinsam mit der Politik erarbeitet werden. Aufgrund verschiedenster Entwicklungen sind das Gesundheitssystem und die Gesundheitsversorgung derzeit in einer extrem schwierigen Situation, sowohl organisatorisch als auch finanziell. Lösungen für das künftige Problem gibt es mehrere. Im Grunde genommen haben wir zwei Möglichkeiten. Einerseits, dass sich die Gesundheitsberufe gut vernetzen, gut aufeinander sich so abstimmen, dass die Öffnungszeiten, die Urlaubszeiten, aber auch nach dem Prinzip Best Point of Service eben die Arbeitsteilung der Gesundheitsberufe auch für die Zukunft besser passiert. Der Mediziner, die Medizinerin macht das, was medizinisch wichtig ist, die Pflege macht das, was pflegerisch wichtig ist und in gemeinsamer Arbeit und Abstimmung, auch mit den Therapeuten natürlich und allen anderen Gesundheitsberufen, soll so ein PHC, eine solche Primärversorgungseinrichtung dann funktionieren. Der medizinischen Versorgung steht im gesamten Bundesland, insbesondere in ländlichen Gebieten, ein großer Wandel bevor. Es gibt bereits umgesetzte Primärversorgungszentren in Österreich. Die Nutznießer derartiger Projekte sind sowohl die Patienten als auch die Ärzte. Wir haben also einen großen Benefit für die Bevölkerung. Auch die Öffnungszeiten sind natürlich massiv besser. Und was ja ganz wichtig ist, ist auch für die Gesundheitsberufe und für die jungen Kolleginnen und Kollegen, die aufs Land gehen wollen, ergeben sich wesentlich mehr Möglichkeiten zur Kooperation. Stichwort Work-Life-Balance wird besser, wenn ich mit meinen Kollegen abgestimmt arbeite. Also die Nutznießer sind hauptsächlich die Patienten und in zweiter Linie natürlich auch die Hausärzte und Hausärztinnen. Im Klinikum Schwarzach setzt man sich gezielt mit zukunftsorientierten Themen auseinander, ist bemüht, Lösungen zu finden und fördert Aus- und Weiterbildung. Es gibt sehr viele Synergien in unserem Klinikum. Wir sind ja die größte Ausbildungsstätte für Allgemeinmedizin im Bundesland Salzburg. Und bei uns werden auch alle anderen Berufsgruppen zum Teil selbst ausgebildet, Pflegekräfte, Physiotherapeuten, wir haben viele Psychotherapeuten im Haus und ein richtiges Primärversorgungszentrum besteht genau aus diesen Berufsgruppen, die bei uns im Haus schon arbeiten. Um Ambulanzen und den stationären Bereich in Krankenhäusern zu entlasten, könnten Primärversorgungszentren installiert werden. Im Grunde genommen ist es unser Wunsch, dass die Betreiberinnen und Betreiber die Hausärzte sind, Hausärztinnen sind. Und die Idee wäre sozusagen rund um den Hausarzt, rund um die Hausärztin, das entsprechende PHC, die entsprechende Primärversorgung in allen Regionen so sicherzustellen, dass eben die Bevölkerung möglichst kurze Wege hat, wenn es eine Gesundheits- oder Krankenversorgung braucht. Wie die Gesundheitsversorgung in Zukunft aussehen wird, steht noch nicht fest. Eines ist jedoch sicher: Es wird fieberhaft daran gearbeitet, eine gute Lösung für alle Beteiligten zu finden. Der erste Schritt dorthin ist bereits getan, indem man sich darüber austauscht.